Die allerletzte Werkstatttour beginnt jetzt. Also nachdem ich die Kamera eingestellt habe. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, ich will nicht sagen trauriges Video, aber heute nehme ich Abschied von meiner Werkstatt, weil ich eine neue habe. Und weil ich mir überlegt habe, komm, ich will das für mein eigenes Leben auch festhalten, wie es jetzt so eigentlich an dem fast letzten Tag hier drin aussieht, werde ich einmal eine komplette Werkstatttour machen über die ganze Werkstatt, das Baumhaus, Schuppen 1 und 2. Ich werde euch einfach alles einmal zeigen und will euch nicht zu lange nerven. Heute gibt es die letzte Werkstatttour von meiner Werkstatt. Das ist, denke ich, das gewohnte Bild, so wie ihr es jetzt bis dato auf meinem YouTube-Kanal gekannt habt. Meine Holzwerkstatt. Wir gehen einmal rum, ich sage zu ein paar Dingen, ein paar Worte was. Und genau, es gibt auch noch ein paar weitere Räume, die wir uns auch anschauen werden. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde nicht zu jedem Punkt sagen, dass ich das als YouTube-Projekt gebaut habe, denn eigentlich habe ich alles hier drin als YouTube-Projekt gebaut. Deswegen, wenn euch was interessiert, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Da solltet ihr die Projekte gut als Thumbnail danach erkennen können. Wir fangen erstmal hier hinten an. So ein kleines, aber feines, ja, Restholzregal. Da habe ich immer so ein bisschen ein paar schönere Hölzer drin liegen gehabt. Auch manchmal ein bisschen Plattenmaterial. Die großen Platten standen aber dann dort an der Wand. Und vorne dran haben wir auch schon mein tolles Schärfgestell. Das hier benutze ich, um meine Drechseleisen zu schärfen. Ihr seht, allerdings relativ simpel. Ein ganz kleiner Doppelschleifer, ganz alt. Habe ich auch ein eigenes Video drüber gemacht, wie ich das Ding hergerichtet habe. Auch schön, kann ich einfach in die neue Werkstatt quasi stellen und kann es direkt benutzen. Meine alte Bandsäge, das ist ganz cool, da habe ich hier eine eigene Absaugung für gebaut. Das ist ein Zyklonabscheider und da fallen die ganzen Späne. Die fallen hier unten rein, da habe ich hier diesen Aquarienreiniger. Kann ich die Scheibe sauber machen, wenn das Ding hier voll ist, kann ich es einfach hier öffnen und mit der Absauganlage leersaugen. Mega, mega praktisch. Dann haben wir auch hier schon meinen schönen Drechselecken. In der neuen Werkstatt ist das zum Glück alles viel übersichtlicher, denn da werde ich es so gestalten, dass ich quasi einmal um die komplette Drechselbank rumgehen kann. Weil hier ist es das Problem einfach, dass die Drechselspäne überall hinfliegen. Ich habe das schon ein bisschen versucht zu lösen, indem ich hier so eine Umrahmung gebaut habe. Da könnte man das alles dann absaugen. Aber gerade hier solche Ritzen, da fallen halt eben auch sehr viele Späne rein. Hier für meine schönen Bilder ist natürlich dann auch Platz. Ich schaue kein Star Wars, aber das Bild sieht einfach cool aus. Stromverteilung. Hier haben wir die ganzen Drechseleisen zum Drechseln. Da oben haben wir meine große Stielkettensäge, das ist eine 056 AV. Die steht witzigerweise auch hier unten auf dem Boden. Hier seht ihr einen Punkt, was mich übelst genervt hat. Deswegen habe ich auch nie so oft was mit der Motorsäge gemacht. Und wenn, war das immer ein riesen Aufwand. Das hier musste ich immer von Hand, logischerweise, durch unser Haus tragen, weil wir kommen von unserem Garten nicht direkt vorne an die Straße, wo dann das Auto steht. Das bedeutet jedes Mal fünfmal gehen und das ist super, super ätzend. In der neuen Werkstatt werde ich mir einen kleinen Anhänger holen, also den haben wir auch schon. Und da kann ich dann einfach alles reinmachen, rollt's in die Werkstatt. Und hier habe ich auch das Problem, dass ich keine Ablagefläche habe, weil es fängt an zu regnen, einfach abends alles wegräumen. Dann steht es halt hier in den Füßen. Ne? Und das hier wegräumen ging nicht so einfach. Deswegen war es schnell unordentlich, weil das hier war quasi so der Ablagebereich für alles, wenn es draußen Schlichtwetter wurde. Das ist dann alles hier reingekommen. Des Weiteren haben wir hier diese schöne Bandsäge. Die kommt, also wie gesagt, das kommt alles hier mit. Auch schon auf dem eigenen Stand, schön auf Rollen, super, super cool. Hinten dran haben wir meine Tischbohrmaschine. Die würde ich ganz gerne durch eine größere ersetzen oder ergänzen. Die hier hat mir einfach nicht genug Hub für die Dauer. Und deswegen, vielleicht fliegt sie raus, vielleicht bleibt sie aber auch da und ich hole mir einfach nur eine größere dazu. Hier auch ein schönes, simples Regal, ohne Auszüge. Einfach normale Holzschubladen, hat auch gut funktioniert. Hier habe ich dann einfach so ein bisschen Zeug hingeschraubt, da oben diese Lamellenschleifwerkzeuge, Schlitzen-Zapfenvorrichtungen, mein Luftfilter. Übrigens zu den Dingen, die hier verbaut sind. Eine ganz kurze Information. Ich habe mittlerweile wieder auf meiner Webseite einen eigenen Eintrag gemacht. Das sind alle Werkzeuge und VW-Bus-Teile. Da bin ich sehr, sehr stolz drüber drauf. Habe ich alle mit Bild verlinkt. Ja, es sind Affiliate-Links. Ich verdiene was drüber, wenn ihr euch darüber was kauft. Ja, das stimmt. Aber gerade der Van-Ausbau, die Liste, finde ich so cool. Ihr könnt einfach einschätzen, wie teuer euer Busausbau wird, weil ihr einfach seht, was ich alles verbaut habe. Und ich habe eigentlich fast alles verbaut, was man an so einem VW-Bus verbauen kann. Werde ich hier unten verlinken. Kannst du dir mal anschauen. Dann, genau.
Da muss ich das Ding ja nämlich nicht hier unten drunter direkt verlinken. Hier, auch mega praktisch. Der wird in der neuen Werkstatt auch praktisch am Anfang sein. Wahrscheinlich warte ich ein bisschen mit den Starkstromsteckdosen. Es sind ein paar da, aber ich weiß noch nicht, ob der neue Werkstattausbau so bleiben wird. Deswegen sind hier diese Mehrfachsteckdosen praktisch. Da muss man nicht alle Stecker immer rein und rausstecken. Meine Tischkreissäge. Eine Rapid PK 100, super, super gute Maschine. Alles sehr genau, funktioniert alles sehr gut. Eventuell würde ich die auch ganz gerne durch eine Formatkreissäge ersetzen oder ergänzen. Weiß ich auch noch nicht so genau, aber es ist halt besser, weil ich viel mit Massivholz arbeite, wenn man einen Formattisch hat, muss man ganz klar sagen. Hier die Absaugen, werden wir uns später auch noch die Absauganlage ansehen. Ich werde es in der neuen Werkstatt nicht so krass aufwendig gestalten wie hier. Ich habe mir einfach überlegt, so derzeit zum jetzigen Stand, ich bin ja noch nicht in der Werkstatt, macht es vielleicht mehr Sinn, dann für 3-4 Maschinen eine Absauganlage zu benutzen, die man auch einfach mit dem Schalter einschaltet und dann lieber noch eine Absauganlage kaufen, als anstatt halt eben da 50 Meter Rohr durch die Werkstatt zu legen. Preislich kommt man wahrscheinlich am Schluss ein bisschen günstiger raus, wenn man sich einfach nur eine Absauganlage kauft. Hier war das gut, weil ich nicht Platz hatte für eine zweite Absauganlage. Aber in der neuen Werkstatt muss ich mal schauen. Nur mal so als Idee, falls du auch eine größere Werkstatt hast. Hier die Regale bleiben drin, weil mein Papst ein bisschen was mit Mopeds macht. Und dann kann er das hier so ein bisschen als Ablagefläche benutzen. Hier unten haben wir Rohrschraubzwingen. Die gibt es übrigens derzeit noch auf meinem Shop, so ein bisschen Eigenwerbung. Mega, mega cool. Werde ich mir noch viele, viele mehr in die neue Werkstatt stellen oder machen, weil die einfach grandios sind. Als Beispiel, ein Projekt, wo ich Bock drauf hätte, wäre so eine Wandbretterleimvorrichtung. Kann man nämlich hier die Rohrschraubzwingen für holen und die so ein bisschen umbauen oder anbauen, dass man damit viele Bretter verleimen kann. Weil so eine Rahmenleimpresse, die gibt es auf Kleinanzeigen von Schreinereien, kostet um die 1000 Euro. Und mit Rohrschraubzwingen ist es ein bisschen günstiger und einfacher. Findet ihr auf meiner Webseite, sind aber nur noch so lange da, wie sie jetzt eben da sind, weil dann werde ich sie nicht mehr anbieten. Meine gute Werkzeugwand werde ich auch alles mitholen. Ich werde es aber dann wahrscheinlich als French-Glied machen, wie gesagt, weil die Werkstatt so groß ist. Wenn ich Schleifpapier am Drechselecken brauche, dann kann ich den ganzen Kasten holen und zum Drechselecken tragen, aber werde ich dann auch sehen. Hier mein Frästisch werde ich mir auf jeden Fall einen anderen bauen, weil den benutze ich nicht so oft, weil der Hebemechanismus nicht so gut ist. Noch ein bisschen Stauraum. Meine Hobelbank kommt natürlich auch mit. Ja, hier diese ganzen Regale bleiben drin. Das Werkzeug kommt natürlich mit. Ja, hier kommt auch vieles mit. Aber ich sag mal, so ein Halter hier, der bleibt dann auch hier. Den baue ich dann lieber noch einmal neu. Hier hinten für euch, da geht die Absaugleitung in den Nebenraum. Schauen wir uns auch gleich noch an. Kantenschleifer, mega cooles Projekt. Tellerschleifer, grandioses Projekt. Und meine Hobelmaschine, die kommt natürlich auch mit. Und ansonsten war es das schon hier in der Werkstatt. Noch was zur Größe. Ihr seht, da steht eine Hobelbank, die steht Press links und Press rechts bei. Das heißt, Breite in etwa 2,60 Meter, Länge 7 Meter. Also hatte das ganze Ding hier 24, 25 Quadratmeter, damit ihr wisst, wie groß das hier in etwa war. Lichttechnisch war das hier immer ganz cool. In der neuen Werkstatt wird es aber noch besser, weil hier mit diesem Licht konnte ich nie Slow Motion aufnehmen, weil es dann so ein bisschen grün geflackert hat. Hier habe ich übrigens immer mein Restholz dann gelagert. Das konnte man dann verbrennen, war ja meistens Massivholz. Hier die Tür habe ich auch gebaut. Die hat sehr gut gehalten. Also hier sieht man auch sehr gut, wie sich das Holz dehnt und schwindet. Super, super cool. Hier habe ich auch vor allem darauf geachtet, dass es qualitativ gut war. Da habe ich hier extra diese, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber diese Querleiste, damit sie halt eben nicht absackt. Und dann haben wir hier, wie ich es immer ganz gerne nenne, die Kammer des Schreckens. Hier ist die Absauganlage, eine Sheppach HA3200 mit 2,2 kW. Mein Abschalter, den werde ich wahrscheinlich ein bisschen modifizieren, weil das System finde ich immer noch mega. Genau, ist jetzt ein bisschen schlecht eigentlich alles verbaut, weil das hier macht die Luftgeschwindigkeit ein gut Stück langsamer. Hier meine Kappsäge, habt ihr alle schon lange nicht mehr gesehen im Video. Kommt aber auch mit, ist auch noch auf dem Gestell, ist ganz praktisch. Ein bisschen Aspen, Verdünnung, das ist Harz, Epoxy und ein paar Werkzeuge kommen hier noch mit, aber das meiste bleibt tatsächlich hier, wie zum Beispiel hier diese Werkzeuge, die sind von meinem Papst, das brauche ich auch in der neuen Werkstatt nicht. Ja, hier geht's dann weiter, hier haben wir uns damals ein paar Stauraumkisten hier hingestellt, da haben wir dann Sachen drin verstaut, hier sind zum Beispiel noch Teile vom Schuppenumbau, Elektroteile, meine Dieselkanone, die bleibt hier, die kann man auch nur hier sinnvoll benutzen, wird dann auch noch genutzt. Hier die Maschine ist cool, das ist eine Bandsägeblattschärfmaschine, wird auch ein cooles Projekt. Hier noch ein paar Kettensägen.
Also einfach so ein bisschen Lager, ne? Da oben liegt noch Holz. Und hier kommt natürlich dann auch alles, so was von mir ist. Das kommt dann alles mit. Und dann haben meine Eltern ja auch endlich mal richtig viel Platz. Das wird die bestimmt auch freuen. Kleine Sache noch hier am Rande, das werde ich euch gleich noch zeigen. Natürlich muss ich mein ganzes Zeug irgendwie in eine neue Werkstatt bekommen. Und ich wollte hier diese Kunststoffkisten wollte ich nicht haben, weil ich werde mir mit den ganzen Kisten, die ich jetzt habe, die seht ihr auch gleich noch, werde ich mir ein Regal bauen. Aber weil die hier so groß sind, da schmeißt man halt oft viel Zeug rein und dann findet man nichts mehr. Hier seht ihr diese Blechkisten, die haben 4 Euro das Stück gekostet. Da habe ich mir von den großen hier 20 Stück geholt. Wie gesagt, der Anhänger ist voll. Von den mittleren 16 und von den kleinen auch nochmal 16 Stück. Das wird auch ein schönes Projekt, wenn ich mal aus dem Regal baue. Wird auch ein eigenes Video, wie ich halt mit der Werkstatt umziehe. Also wenn du darauf Bock hast, dann folge einfach dem Kanal. Dann bekommst du dann auch davon mit, wenn das dann alles passiert. Das hier ist auch übrigens der Durchgang. Oh, die Mutter hat frisch gewischt. Hier mussten wir dann die ganzen Maschinen, hier geht auch alles raus später, immer hier durchtransportieren. Mega ätzend. So, jetzt schauen wir uns den nächsten Raum an. Jetzt haben wir schon viel durch. Aber wir haben hier noch einen Raum. Das war der Metallarbeitsecken, hat sich angeboten, weil das hier alles betoniert ist und innen drin Fliesen sind. Da haben wir dann ein bisschen, oder ich habe besser gesagt, ein bisschen mit Metall drin gearbeitet. Ich zeige es euch mal. Eieiei, wer lasst doch immer den Pott. Oh, so. Der Raum hier ist auch nicht wirklich groß, 3x3 Meter knapp in etwa, und da haben wir einfach hier ein Schweißgerät, eine Kaltkreissäge, ein Schweißtisch, der war auch eigentlich nicht so wirklich gut, weil man konnte darauf nicht so gut überall was spannen. Was ganz cool ist, ist hier die Drehbank, ist eigentlich ganz praktisch, wenn man sich mal eine Schraube passend herstellen muss für irgendein spezielleres Bauteil. Aber auf die habe ich richtig Bock, die wieder rauszutragen. Weil die wiegt, die ist so schwer, Alter. Die ist vor allem, nee, da hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, mega schwer, vor allem so eine Drehbank kann man von Hand nicht gut tragen, weil drunter kommt man mit dem Finger nicht, es ist dann außen ist viel Blech und Korpus. Also haben wir sie vorne am Futter festgehalten und hinten am Bettschlitten. Alles mega unpraktisch zu tragen und die ist auch echt schwer schon wieder. Hier steht übrigens der Kompressor, da läuft ein Wasserschlauch, ein Gartenschlauch hier durch die Wand bis oben in die Werkstatt. Und da habe ich dann Luft manchmal herbekommen. Übrigens, das hier ist der Stromkasten, damit kann ich die Werkstatt quasi komplett totschalten. Das hier ist das Stromkabel, da ist quasi der Strom hergekommen für die Werkstatt. Ansonsten hier noch so ein bisschen Stauraum. Ja, das ist aber eigentlich alles nichts von mir. Das ist alles ein bisschen was von meinem Vater. Man denkt, das ist alles ziemlich cool, okay, man hat einen eigenen Raum für Metall, aber wenn die Räume dann so klein sind, dann fängt erstens mal das Problem an, dass man halt auch wieder ein bisschen begrenzt ist, was das Platzproblem halt auch angeht. Und das Problem ist, wenn man das an verschiedenen Orten hat und ihr müsst was an der Säulenbohrmaschine bohren, ist halt blöd, ne? Du müsst halt immer hochgehen. In dem Fall muss ich dann oft noch den Strom umstecken, also es war mehr als nervig. Und deswegen bin ich froh, dass das in der neuen Werkstatt ein gutes Stück cooler wird. Ich werde das in der neuen Werkstatt auch nicht komplett abtrennen. Ich werde mir solche Wände bauen, die ich dann umherfahren kann. Und wenn ich dann was schweiße, werde ich die halt abgrenzend zum Holzbereich aufbauen oder hinstellen. Einfach nur die kann man rumrollen. Und dann erspare ich mir das auch so ein bisschen mit zwei Säulenbohrmaschinen, weil man zwei getrennte Räume hat. Weil sonst braucht man ja ein paar Maschinen doppelt. So, ich habe schon ganz schön viel gequatscht. Jetzt schauen wir uns noch das Baumhaus an. Da liegt ziemlich viel Holz drin. Das kommt auch mit. Was schauen Sie uns mal an. Das ist ja super ätzend wieder. Schaut euch das an. Das hier ist das Baumhaus, das hat mein Vater uns damals gebaut. Hier lagere ich halt auch ziemlich viel besseres Holz, Rubine, das ist auch alles mittlerweile richtig trocken. Ein paar Kantel, das hier können alles Flaschenöffnerbausätze werden. Ich habe sogar hier alles noch in Wachs getunkt, damit es nicht reißt. Das Holz hier ist auch von September 2015, ziemlich alt. Das hier sind alles vorgedrechselte Holzschalen.
Da sind auch viele, viele echt alte Schalen dabei. 2016. Hier auch echt große Holzschalen. Die kann ich dann auch in der neuen Werkstatt mal besser lagern. Ganz viel Lindenholz. Wunderschönes Holz. Hier lagere ich noch mehr Lindenholz. Ganz viele Schalenrohlinge. Diese Schalenrohlinge habe ich vorbereitet, weil ich sie eigentlich zu Schalen drechseln wollte. Aber ich würde sie mittlerweile lieber in einer Art von Drechselkurs mit euch zusammen drechseln. Das heißt, wenn du einen Kurs bei mir buchen möchtest, der wird nicht kostenlos sein. Ja, ich will Maker-Treffen oder einfach nur Basteltreffen machen. Da, ich drehe mich mal rum, da können wir dann auch drechseln. Aber dieser Kurs, den man dann bei mir buchen könnte, sieht dann einfach so aus, dass ihr wirklich einen ganzen Tag für so 8 Stunden zu mir kommt und ich zeige euch dann das Drechseln. Ihr habt dann eine eigene Maschine, eigenes Werkzeug, alles, was sie halt zum Drechseln braucht, und es ist halt ein normaler Kurs. Die bewegen sich im Preis so von 100 bis 150 Euro in etwa. Ich habe noch keine genauen Zahlen. Aber wenn du einen Kurs bei mir buchen möchtest und du da vielleicht ein paar Vorzüge von haben willst und mir jetzt schon mal eine E-Mail schreibst, dass du darauf Lust hast, dann schau mal in die Videobeschreibung, da ist eine E-Mail. Schreib mir dann eine E-Mail, eine kurze, wenn du an einem Kurs bei mir dann dran teilnehmen möchtest. Die Werkstatt befindet sich in Dillingen, dann weißt du auch, wo das Ganze örtlich dann stattfinden wird. Ich werde auch bald ein bisschen live drechseln, da kann ich dann auch einfach eure Fragen live beantworten. Ich sag mal, der Drechselkurs wäre für die interessanter, die halt wirklich sich eine Drechselbank kaufen wollen und halt da wirklich loslegen wollen. Der Drechsel, also wenn ich online drechsel, das ist eher so, wenn ihr eine Frage habt, dann kann ich da so ein bisschen, wenn das Projekt passt, ein bisschen drauf eingehen oder ein bisschen genauer auf die Frage drauf eingehen. Nichtsdestotrotz, hier ist noch mehr Lindenholz, da hinten im Ecken liegt irgendwie auch noch ein bisschen Lindenholz. Ja, das kommt auch wie gesagt alles in die Werkstatt. Ich plane es derzeit so, dass ich dann hier solche Sachen auf Paletten lege und dann einfach mehrere Paletten übereinander lege, dass ich nicht so viel Fußraum quasi einnehme. Aber mein ganzes Massivholz werde ich dann auch sortenrein quasi auf Paletten legen und dann halt auch dort unten lagern. Die neue Werkstatt ist übrigens immer warm. Mega, mega cool. Seht ihr dann, wenn ich in der neuen Werkstatt bin. Ist halt auch gut, wenn es Holz akklimatisieren muss oder soll. Hat halt sehr, sehr viele Vorteile. Ja, ich will es gar nicht mehr so weiter in die Länge ziehen. Das soll das Video für heute gewesen sein. Meine Werkstatt. Ich denke, du hast wieder vieles gesehen, was ich so hier drin gebosselt habe. Ich will nicht mehr so viel plappern. Das soll es das Video für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Danke für eure Kommentare. Am Anfang vom Video habt ihr auch die Einblendung wieder gesehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das auch wertgeschätzt wird. Und ansonsten, wie gesagt, nichts mehr plappern hier. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich freue mich auf deinen Kommentar und wünsche dir bis zum nächsten Video einen schönen Tag. Ciao.